Ich sag's jetzt schon, ja. Ich kann wirklich jede 10 von 10 kriegen. Ja. Also ohne zu übertreiben, wirklich ja. Jede 10 von 10. Ja, okay, mach das. Ja, Digga, zeig ich jetzt. What the f- Jedes Jahr gehen hunderttausende Leute auf die Gamescom, um die neuesten Spiele zu spielen. Und ich wollte euch was zurückgeben. Einmal Applaus für Haptic! Nein, eure eigentliche Reaktion war so. Einer von euch kann heute 1000 Euro gewinnen. Das ist, als würden ihr noch mehr wollen. Oder? Jeder darf einen Ball werfen und der den Ball trifft, kriegt direkt auf die Hand 1000 Euro Cash. Seid ihr dabei? Und so begann es. Jeder hat einen Ball geworfen. Sehr schön, was drin direkt. Ah, guck mal da hinten, guck mal. Ich glaube, der sieht nichts. Oh. Manche waren echt gut. Und manche nicht so gut. Und am Ende waren wir uns alle einig, dass von den ganzen Leuten dort genau der Richtige getroffen hat. Ja, es war einiges los. Ihr denkt, diese Unterschrift ist komisch. Er hier wollte, dass ich auf den Unterarm unterschreibe, damit er es tätowieren lassen kann. Und als wir am Abendessen waren, kam noch so jemand auf uns zu. Willst du das tätowieren? Wirklich? Ich schwör. Ich schwör. Okay, Jen, du gibst mir so ein fettes Tat, Mann. Ja, Leute, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich sagen soll. John findet gerade am anderen Tisch die Frau und so sexy. Er kommt einfach nicht drauf. Digga, wie John guckt. Jetzt hab ich's auf Kamera. Ich einfach alles, was ich mache, nachmache. Das Brett zum Glas. Aber John war nicht der einzige Idiot am Tisch. Neben ihm saß Basti, ein Freund von mir, der es nie wirklich schafft, aktiv auf YouTube zu werden. Ab den nächsten Videos geht es wieder richtig los mit geilen Content. Nein, es ging nicht wieder richtig los. Also habe ich ihm eine kleine Überraschung vorbereitet. Jetzt mussten wir ihn nur noch dahin bekommen. Ja, also heute wahrscheinlich eher nicht, aber das kann man ja auch morgen machen. Kann man nicht morgen machen. Ja, kann man morgen machen. Ja, ich melde mich nach dem Essen. Okay. Glücklicherweise hat er sich gemeldet. Ich glaube, das wird ein Tag, der dir sehr lang in Erinnerung bleiben wird. Ist das der Red Bull? Du tust mir gerade so leid. Ey, ohne Scheiß. Ich, Digga, wollte ja. Mir mal sagen, was geht? Weißt du auch nicht? Nein. Ich habe Bauchschmerzen. Also, Mann, es wird eh irgendwas komplett Uncooles sein. Das ist der Zorn, okay? Was? Was? Mach die Augen zu, John. Überraschung. Weil du immer inaktiv bist. Und jetzt weiß ich ganz Köln. Das bist ja du. Ja. Bist du jetzt wieder aktiv auf YouTube? Versprichst du es mir? Ja. Basti, ich hab 700 Euro gezahlt. Wir haben so lange gebraucht dafür. Das ist einer der teuersten Stellen und nachts ist es sogar beleuchtet. Du guckst, das letzte iPhone erfunden. Dabei hängt es jetzt hier eine Woche. Wenn du es nicht schaffst, die nächsten 4 Wochen jede Woche ein Video hochzuladen, tätowierst du meinen Namen auf deinen Fuß. Ja. Okay. Ja. Aber es gab noch einen kleinen Auftritt, bei dem ich mit euch mal kurz quatschen konnte. Und auch wenn es sehr geil war und mir Spaß gemacht hat, war ich am Ende des Tages schon extrem kaputt. Ich bin müde. Bro, ist mir egal, ob du müde bist. Du lebst nur einmal, komm, du bist keine alte Sau, komm jetzt. Komm jetzt! Ja, es war ein Fehler, feiern zu gehen. Worauf wir mehr Lust hatten, war am nächsten Tag ihn hier zu verarschen. Das ist Momo. Momo ist sehr naiv. Also haben wir vorher Fake-Rubbellose besorgt, bei denen jedes gewinnt und einen Kiosk gefunden, der so nett war, bei der ganzen Sache mitzuspielen. Wir waren bereit für unser Opfer. Hi. Willst du noch irgendwas haben, Jen? Nee, vielleicht was zu essen oder so. Was ist das? So Rubbellose. Wollen wir holen einfach jeder ein? Ja, das hier nehmen wir auch nochmal. 3 Stück. Oh, hast du eine Niete? Oh, bist du wie... Vielleicht ist ja euer Glück besser. Nee, bei mir ist nicht. Wann erkennt man das? Du musst 3 gleiche haben. Ich hab 3 gleiche. Bro, was? Hä? Was? Jen, Jen, ich hab alle 3 gleiche. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! 75.000 Euro? Wo können wir das einlösen? 75. Nein, das kann nicht sein. Bro, das darf nicht sein. Das darf nicht sein. Wirklich? Ich hab noch Jack. Das ist das Heftige. Also, ich könnte noch top. Warte, halt es so. Wir sind so schlechte Freunde. Was willst du damit machen, Momo? 75.000. Oh, ich bin broke. Ich weiß nicht mal, was mit so viel Geld. Ich schwör's bei 1000, ich hätte schon was gewonnen. Hier in Köln, ne? Ja, okay. Bester Laden, Digga. Bester Laden. Halt.
Bro, jetzt kannst du mal reden. Ja, lass uns die mal holen für einen Vlog sehen oder so. Einfach rubbeln. Ich mach auf. 75? Auch noch das Heftigste. Monat verdient. Es hat auch 5. Ich werde die Nacht nicht schlafen können. Aber Momo, ich sehe hier gar kein Schild. Ich glaube, hier ist kein Schild, weil es komplett fake ist. Sicher, dass das hier ist? Das ist ein Fake-Ticket. Guck mal, sicher, dass das hier ist? Gewinne bis einschließlich 1.000 Euro erhalten Sie nicht. Gewinne über 1.000 Euro erhalten Sie auch nicht. Der Grund dafür ist, Sie wurden veräppelt. Oh mein Gott. Meinst du es gerade ernst? Nein, Momo. Und seid ihr so? Hä? Das ist so astig. Du kannst nicht so machen. Aber nimm das als Live-Session, du darfst nicht so naiv sein. Digga. Kannst du nicht so machen? Oh nein! Kannst du nicht so machen, Digga? Ich bin so schlecht. Oder? Ich mich auch. Ich bin gleich mit Mama geschossen. Ich will in diesem Kiosk nichts haben, ich will nie wieder in diesem Kiosk rein. Ja, witzig. Hör auf zu nahe. Zieh mal eine Karte. Und dein Name? Muas. Nochmal? Muas. Stark.